Willkommen bei der Algebra. Einen recht schönen Nachmittag. Algebra 2. Diese Woche nur eine Stunde. Wir machen jetzt doch am Freitag und am Donnerstag nichts, weil das irgendwie mit den anderen Übungsgruppen nicht ausgegangen wäre. Schadet auch nicht, wenn wir mal ein bisschen weniger machen. Nächste Woche ist dann noch normales Programm. Dienstag und Mittwoch. Dienstag um 4, am Mittwoch um 11:30 wie gehabt, und pro Seminar wird es auch noch einen Zettel geben für nächste Woche, und dann ist einmal ein bisschen Weihnachtspause. Ich nehme an, dass wir nächste Woche noch online sein werden, und dann machen wir es wieder mit dem Lightboard und das pro Seminar mit Zoom, weil die Uni so schnell nicht aufsperren wird, würde ich sagen. Ich melde das aber noch per Mail. Außerdem habe ich jetzt meine eigenen Stifte mitgebracht. Ich hoffe, die halten jetzt ein bisschen länger. Was ist heute auf dem Programm? Zuerst möchte ich beim Hauptsatz noch den letzten Teil, den Hauptsatz der Galois-Theorie, den letzten Teil, Teil C, nochmal beweisen. Das war das letzte Mal etwas zu schnell und unübersichtlich. Und dann werden wir weitermachen bei Beispielen, um so ein bisschen zu illustrieren, was passiert, wie die Galois-Gruppen ineinander enthalten sind, wie mehrere Körpererweiterungen hintereinander sich aufschachteln lassen, damit man hier ein bisschen einen Eindruck kriegt. Wir haben jetzt gerade im Pro-Seminar für diejenigen, die nicht in meiner Gruppe sind, haben wir gerade die Aufgabe 31 gemacht, wo viele Galois-Gruppen auszurechnen waren. Und das war natürlich jetzt zeitmäßig aufwendiger, aber doch hoffentlich sehr instruktiv. Und ich würde bitten, diejenigen, die da Schwierigkeiten gehabt haben, sich das noch einmal vorzuknöpfen. Wir werden das auch ins Netz stellen, die Lösungen, damit ihr euch das anschauen könnt. Weil man muss da einmal durch. Solange man das nicht selbst gerechnet hat, sieht man nie, wie die Maschine funktioniert. Und dann bleibt es immer in einem großen Nebel hängen. Ja? Also diejenigen, die da Lösungen vielleicht sogar getippt haben zu den Aufgaben A, B, C bis F. Die sollen wir jetzt nicht alles schicken, aber ein, zwei Abteilungen wären ganz gut. Und die schriftlichen Aufgaben in meiner Gruppe korrigiere ich wieder online. Gut, dann können wir, glaube ich, losschießen. Was war der Teil C, also Nachtrag zum Hauptsatz? Teil C, wie war die Aussage? Die Situation ist, wir haben K in K' in L. Das nennt man gerne einen Turm von Körpererweiterungen. Und es ist nicht automatisch, wenn man K in L Galois ist und K' ein Zwischenkörper, dass K' über K normal ist. Das nehmen wir zusätzlich an mit K in K' normal. Separabel ist automatisch, und das K in L war von vornherein schon endlich und Galois. Ich schreibe es nochmal dazu. Endliche Galois. Ja, dann haben wir drei Gruppen zu vergleichen, drei Galois-Gruppen. Und die Aussage ist die folgende. Ich schreibe es jetzt mal ein bisschen anders hin als das letzte Mal. Wir betrachten Gal L über K. Und da drinnen haben wir Gal L über K'. Und nachdem das normal ist, ist das ja eine normale Untergruppe. Normale Untergruppe. Das heißt, wir können die Faktorgruppe bilden. Wir gehen nach Gal KL über Gal K'L. Okay. Und zudem haben wir von hier herunter eine Abbildung, die ich Res genannt habe. Das ist einfach die Einschränkung. Moment, aufpassen, dass ich keine Blödsinn sage. Ja. Fällt mir gerade die Maus herunter. Entschuldigung, ich muss das kurz richten. Hier nehmen wir von K' über K. Das macht hier Sinn, weil eben K' über K normal ist. Und das bildet ein Phi, ich schreibe es nochmal hin,
Vieh geht auf Vieh eingeschränkt auf K'. Das Vieh geht von L nach L und das geht dann von K'. A priori geht es nach L, aber ich behaupte, dass es sogar nach K' geht. Und die Aussage ist, dass wir dann, dass das hier, das existiert, ist wohl definiert, und Gruppenisomorphismus. Okay. Das heißt, diese kleinere Galois-Gruppe können wir als Faktorgruppe der großen Modulo der Galois-Gruppe von L über K' schreiben. Und der Beweis ist eigentlich nicht allzu schwer, das muss man sich nur genau hinschreiben. Beweis, naja, das erste ist einmal, dass Res wohl definiert ist, die Einschränkung. Definiert. Naja, was klar ist, das Phi, ich schreibe das nochmal hin, geht von L nach L. Also ist das Phi eingeschränkt auf K', geht von K' einmal nach L. Das ist klar und ist ein Körperhomomorphismus. Aber wenn wir die vorhergehenden Sätze verwenden, dann sehen wir, dass das Bild von K' schon K' ist. Satz früher, ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf, früher Phi von K' ist gleich K'. Also geht in Wirklichkeit das Phi eingeschränkt auf K' von K' nach K'. Okay? Das heißt, wir landen wirklich hier unten und klar ist hierbei, dass wieder natürlich das Phi von K die Identität ist. Phi eingeschränkt auf K ist die Identität von K, weil das schon vorher der Fall war. Das ist ja hier drinnen schon der Fall. Okay. Gut. Damit ist diese Einschränkungsabbildung Res wohl definiert. Und das ist auch klarerweise surjektiv. Ja. Es ist surjektiv. Das ist im Wesentlichen der Fortsetzungssatz. Nach Fortsetzungssatz. Bitte, wenn ihr die Vorlesung nacharbeitet, und das sollt ihr unbedingt tun, gerade in der jetzigen Phase, dann müsst ihr euch eben diese Sätze suchen. Ja, ihr könnt natürlich die jetzt alle schön durchnummerieren und dann akzeptiert ihr es einfach, aber ihr solltet dann dorthin gehen und wirklich euch überzeugen, dass das das richtige Argument ist. Okay. Und damit müssen wir mit dem Homomorphiesatz nach Homomorphiesatz ausreichend zu zeigen. Dass der Kern dieser Einschränkungsabbildung gerade die Galois-Gruppe von L über K' ist. Okay? Naja, aber was bedeutet das? Wenn das Phi sei jetzt einmal in Galois-Gruppe von L über K und Phi im Kern der Einschränkungsabbildung, ja, das heißt nicht anders, dass das Phi von K' die Identität von K' ist. Ja, wir gehen hier herunter und wenn das hier das neutrale Element ist, hier die Identität auf K'. Wenn aber Phi von K' die Identität von K' ist, dann folgt natürlich, dass das Phi nicht nur als Fixkörper das K hat, sondern sogar K' Phi aus Gal K' L. Ich wiederhole, das L oben hier, das sind der Raum, auf dem die Abbildungen definiert sind, und der Index bedeutet immer
K-Linear bzw. Identität auf K und hier Identität auf K-Strich. Okay. Und das war zu zeigen. Ja, das ist eine Äquivalenz hier. Das braucht man. Gut. Das war der Nachtrag zum Hauptsatz. Gibt es da Fragen dazu? Ihr seht also, wir haben jetzt hier eine Sprache oder eine Terminologie, die uns die Argumentation sehr erleichtert. Wir zeichnen solche Diagramme, wir organisieren uns gut. Mathematisch ist da jetzt nicht viel passiert. Aber wenn man das versucht, irgendwie mit Hand und Füßen zu erklären, ohne diese übersichtlichen Diagramme zu haben oder diese Charakterisierung hier, tut man sich schwer. Ja? Also ein Input der Algebra, und darum ist das auch sehr wichtig in eurem Curriculum, ist es eben, Beweise sehr axiomatisch, sehr strukturiert zu führen und zu lernen, wie man hier am besten argumentiert. Ich streiche euch das auch immer wieder, ich notiere das in den schriftlichen Korrekturen, damit ihr ein bisschen seht, wie man das noch kompakter und übersichtlicher machen kann. Ich hoffe, dass so ein Beweis dann für euch schon klar wird, obwohl es natürlich nur Buchstaben sind. Gut, jetzt nachdem wir heute nicht allzu viel Zeit haben, ja, vielleicht schaffe ich doch beides. Mal sehen, oder soll ich mit dem anderen Beispiel? Naja, wir haben mit den Beispielen schon begonnen. Und das erste war FP in FPN, P'. Das haben wir schon behandelt. Und das zweite ist so ein gemischtes Beispiel, sei K in L Galois, immer endliche Körpererweiterung. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie das wirklich ausschaut. Naja, nachdem das Galois ist, ist es insbesondere separabel. Nachdem es endlich ist, können wir den Satz vom primitiven Element anwenden. Es existiert ein C in L mit L gleich KC. C ist algebraisch. Ja, und das Minimalpolynom, das wollen wir, glaube ich, auch nennen. Na, das brauche ich jetzt nochmal noch nicht. Wir nehmen jetzt eine Untergruppe der Galois-Gruppe. Sei G in der Galois-Gruppe von L über K eine beliebige Untergruppe. Und wir nehmen den Fixkörper dazu. Mit Fixkörper LG. Da will ich dem einen eigenen Namen geben. Ja, den nennen wir L'. Gut. Jetzt definieren wir ein Polynom, Sätze. Das ist ein Trick, der jetzt schon öfters aufgetaucht ist. Jetzt nehmen wir das folgende Polynom, x minus phi von c, Produkt über alle phi, phi in dieser Gruppe. Klarerweise, das ist ein Polynom in, naja, die phi von c, das phi geht von l nach l, das ist einmal in lx. Polynom, okay, und der Grad von diesem g, kein großes Geheimnis, ist die Kardinalität der Gruppe g, weil wir genauso viele Faktoren haben. Okay. Und jetzt muss ich, glaube ich, schon wieder löschen. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. G, hier haben wir den Fixkörper. Die Ordnung von G ist nichts anderes als L über L', der Grad von L über L'. Jetzt ist das L, ist aber KC. Ich hoffe, man kann, das kann man auch lesen. Das ist also KC über L'. Aber ob wir KC nehmen oder L'C ist das gleiche. Wir können das L'C
genauso nehmen, über L'. Das ist das Gleiche. Und das ist gerade der Grad. Na, jetzt haben wir eine einfache Körperweitung, L'C über L'. Das ist der Grad des Minimalpolynoms von C über L'. Und jetzt muss ich löschen. Ist das nicht nass genug? Jetzt wird es wahrscheinlich. Ja. Hier haben wir geschrieben, dass das g in L von x ist. Aber das g ist sogar in L' adjungiert x. Wieso ist das so? Das L' ist der Fixkörper von g. Wir müssen also nur zeigen, dass das g unter den Automorphismen von die in G liegen, fixiert wird. Denn Psi von G, ja, wie operiert das Psi? Das X bleibt erhalten und hier haben wir Psi komponiert mit Phi von C. Aber wenn das Phi alle G durchläuft, durchläuft auch die Komposition Psi komponiert mit Phi von C. Alle Elemente, das ist gleich G. Also werden die Koeffizienten fixiert. Also, Koeffizienten von G bereits in LG gleich L'. So, jetzt packt man das alles zusammen. Wir haben G von C gleich 0 natürlich. Ja, weil wenn wir hier die Identität nehmen, erhalten wir 0. Weiters. Das ist mit meinem Stift auseinandergegangen. Hoppla. Weiters. G von C gleich 0. Und daraus folgt, naja, jetzt haben wir das G ist in L'. Das Minimalpolynom von C bei L' ist das kleinste, ist das Polynom vom kleinsten Grad mit das C annulliert. Folglich muss dieses g ein Vielfaches vom Minimalpolynom sein. Damit ist g Vielfaches des Minimalpolynoms von c über L'. Also, nach Gradvergleich, die Grade sind gleich, nach der Rechnung vorher, nach Gradvergleich ist G bereits gleich das Minimalpolynom von C über L'. Schreibe, naja, G von X, wir entwickeln das ai x hoch i, ai in L' und das i geht von 0 bis zur Kardinalität von g. Koeffizienten sind in L'. Und die Behauptung ist, dass das
dass wir das L-Strich, das vorher recht unbekannt war, das L-Strich können wir schreiben als K adjungiert A0, A1 bis AG. Das heißt, wir haben eine explizite Beschreibung dieser Erweiterung, dieses Fixkörpers. Ja, hier haben wir den Fixkörper einfach abstrakt definiert. Durch die Wahl von diesem Polynom erhalten wir Elemente, die dann diesen Fixkörper über K erzeugen. Denn, das könnte man fast weglassen, ja, die eine Inklusion ist klar, dass die AI diese Inklusion ist klar und die umgekehrte Inklusion, jetzt habe ich es falsch geschrieben, diese Inklusion, warum ist das L' darin enthalten? Das G ist als Minimalpolynom irreduzibel über L'. Und wenn wir hier diesen Körper nehmen, ist es da drinnen auch irreduzibel. Also auch über, jetzt muss ich da hinten schreiben, nennen wir das einmal L2' über L2'. Das ist ja a priori ein kleinerer Körper. Wenn man vorher irreduzibel war, im kleineren Körper ist es halt recht irreduzibel. Somit ist G auch das Minimalpolynom von C über L2'. Jetzt können wir aber wieder Gradvergleich machen. Der Grad des Minimalpolynoms ist ja der Grad der Körpererweiterung, liefert L' gleich L2', weil die Grade gleich sind. Okay. Das heißt, man hat diesen Fixkörper so beschrieben. Das ist die Aussage des Beispiels. Jetzt nicht übertrieben spannend, aber immerhin. Gut, jetzt würde ich gerne die ganze Tafel wischen. Habt ihr das soweit schon abgeschrieben? Ich fange mal da herüben an. Jetzt würde ich gerne ein Beispiel machen, das im Wesentlichen die Galois-Gruppen samt aller Untergruppen in einer konkreten Situation beschreibt. Das ist ein beliebtes Steckenpferd in der Galois-Theorie, dass man zusätzlich zur Berechnung der Galois-Gruppe auch noch alle Zwischenkörper und alle Untergruppen der Galois-Gruppe ausrechnet, genauso wie es der Hauptsatz der Galois-Theorie prognostiziert. Das sind jetzt nur Rechnungen, aber ich hoffe, ihr lernt was dabei. Wie schauen wir denn zeitmäßig aus? Ah ja, das geht gut. Das haben wir vielleicht sogar fertig. Also Beispiel Nummer 3. Wenn es Fragen gibt, unterbrecht ihr mich ja so und so. Ja? Ein Kandidat, den wir eigentlich schon kennen, wir nehmen K gleich Q, enthalten in L gleich Q. Wir adjungieren, das sind die rationalen Zahlen, wir adjungieren die vierte Wurzel aus 2. Und I. Das ist ganz ähnlich wie das Beispiel, das wir im Proseminar in Aufgabe 31 gehabt haben. Das L ist der Zerfällungskörper von x zur vierten minus 2 über k. Die Erweiterung hat Grad 8. L über k gleich 8. Das sieht man im Wesentlichen
Ja, die vierte Wurzel liefert Grad 4 und das I liefert Grad 2, also haben wir insgesamt Grad 8. Jetzt können wir aber auch Zwischenkörper betrachten. Welche wollen wir alle betrachten? Ich glaube, wir will nur QI dazwischen betrachten. Also wir haben Q in Q adjungiert I in Q adjungiert vierte Wurzel aus 2 und I. Na, hier haben wir Grad 2 und hier haben wir Grad 4. Und jetzt können wir uns da spielen anfangen mit den ganzen Gruppen. Das Minimalpolynom hier ist einfach x Quadrat, Entschuldigung, x der vierten. X der vierten minus 2 weiterhin und hier ist es x Quadrat plus 1. Minimalpolynom. Okay? Gut, jetzt schauen wir uns die Galois-Gruppe an. Nun, das I mal, ja, I mal die vierte Wurzel aus 2, das I ist unten, ja, ist Nullstelle von, ja, das nennen wir hier F. Und F. Also existiert ein Phi, wir nehmen jetzt die Galois-Gruppe des großen Körpers von L über QI, Phi von der vierten Wurzel aus 2 gleich I mal die vierte Wurzel aus 2. Das können wir so wählen. Weiters. Es existiert ein Psi aus der Galois-Gruppe von, jetzt gehen wir über Q vierte Wurzel aus 2, von Q vierte Wurzel aus 2 und I mit Psi von I gleich minus I. Ja, also Erweiterung vom Grad 2 hier. Und wir nehmen die andere Wurzel. Insgesamt kriegen wir also raus, ich schreibe das jetzt zusammen, hier das Phi von der vierten Wurzel aus 2 ist gleich I mal die vierte Wurzel aus 2 und das Phi von I, wir müssen ja nur die Bilder von diesen zwei Elementen kennen, ist gleich I, ja, weil wir hier QI fixiert haben und beim Psi ist es gerade umgekehrt. Da wird die vierte Wurzel aus 2 fixiert, vierte Wurzel aus 2 und das Psi von I gleich minus I. Wir haben also zwei ausgezeichnete Automorphismen, die beide natürlich in der großen Galois-Gruppe drinnen sitzen. Und die Behauptung ist jetzt, die Galois-Gruppe über Q von Q adjungiert vierte Wurzel aus 2 und I. Wir können die hat Ordnung 8 und wir können die Elemente hinschreiben. Und die können wir ausdrücken durch diese Erzeugenden. Das ist 1 Phi Phi Quadrat Phi hoch 3 Psi. Das Psi Quadrat taucht nicht auf, aber wir haben dann noch vielleicht sollte ich das drunter schreiben, das wäre ein bisschen übersichtlicher. Psi, Phi, Psi, Phi Quadrat, Psi, Phi der dritten Psi. Okay. Das sind also 8 Elemente. Das nennen wir vielleicht G gleich 8, wie erwartet. Und jetzt haben wir das durch Erzeuger gegeben. Also das könnten wir auch schreiben als Phi Psi. Das ist aber nicht frei erzeugt. Zwei Erzeugende mit Relationen. Ja, das sind genau die, die wir schon kennen.
Phi hoch 4 gleich 1, ein Element der Gruppe, Psi Quadrat gleich 1 und dann haben wir noch Phi Psi gleich Psi Phi hoch 3. Das ist jetzt die Darstellung der Gruppe durch Erzeuger und Relationen. Das kennen wir aber schon, das ist gerade die Diedergruppe. Also G gleich D4, die Diedergruppe ist auch im Proseminar aufgetaucht. Die Diedergruppe, das ist gleich die Symmetriegruppe. Einer quadratischen Scheibe, wobei wir eben die Spiegelung auch zulassen, inklusive Spiegelung. Das hat man damit alles festgelegt. Jetzt schauen wir uns die Untergruppen an. Die Untergruppen von G. Jetzt, es werden nicht alle Untergruppen normal sein, aber die Untergruppen, die normal sind, die werden Zwischenkörpern hier drinnen entsprechen, die eine Galois-Erweiterung, eine Galois-Zwischenerweiterung definieren. Und da gibt es jetzt viele, das ist ein bisschen mühsam, sich das alles auszurechnen, das gebe ich einfach an. Da haben wir G1 ist gleich 1 Phi, Phi Quadrat, Phi hoch 3. Das ist klarerweise isomorph zu Z4 zyklisch. G2 gleich 1 Phi Quadrat Psi Phi Quadrat Psi. Das ist isomorph zu Z2 kreuz Z2. Das ist die kleinste Vierergruppe. Vierergruppe. Jetzt seht ihr, jetzt taucht wieder die Gruppentheorie recht ausführlich auf. Ihr erinnert euch auch daran, wir haben da oft, habe ich euch aufgetragen, alle Gruppen in einer gewissen Ordnung auszurechnen oder teilweise auch Untergruppen zu finden. Dann haben wir das G3, das ist 1 Phi Quadrat Phi Psi Phi hoch 3 Psi. Das ist wieder isomorph zu Z2 kreuz Z2, aber eine andere Untergruppe. Warum die gerade so heißen, G und H, das hat andere Gründe. Dann haben wir 1 und Phi Quadrat. Die sind alle jetzt zyklisch der Ordnung 2. H2 gleich 1 und Psi. H3 gleich 1 und Phi Psi, H4 gleich 1 und Phi Quadrat Psi und das letzte H5 ist 1 und Phi hoch 3 Psi. Ich hoffe, ihr könnt das gut lesen. Die sind alle zyklisch. Isomorph zu Z2. Einverstanden? Das muss man natürlich auseinanderfieseln. Ich behaupte nicht, dass das jetzt so, sofort einsichtig ist. Das wollen wir einfach glauben. Und jetzt versuchen wir, die zugehörigen Fixkörper auszurechnen. Naja, ich kopiere das einfach. Insoweit ist es ein bisschen eine Schummelei. Wenn man das selber machen muss, und wir werden das im Proseminar vielleicht an einem einfacheren Beispiel einmal durchführen, aber ihr habt schon bei der Aufgabe 31 gesehen, man sitzt dann doch ziemlich lange, wenn man das auf Punkt und Beistrich auseinander dividieren will. Das sind einmal die Untergruppen von G.
Jetzt werde ich da die normalen vielleicht in blau unterstreichen. Ja, ich habe da natürlich noch zwei vergessen. Das G0 gleich G und vielleicht H0 gleich 1. Die trivialen Untergruppen. Und klarerweise ist das normal. Das G1 ist normal, weil es Ordnung Index 2 hat. Und das gilt auch für G2 und G3. Aber dann passt es nur noch für H1 und 1 natürlich, H0. H2, H3, H4, H5 sind nicht normal. Okay. Also blau, normale Untergruppen. Und man macht da gern dann so ein Diagramm der Inklusion. Diagramm der Inklusionen, damit man das ein bisschen übersichtlicher hat. Hier haben wir G und das enthält nochmal die 3 G1, G2, G3. G1, G2, G3 und in denen sitzen drinnen ja, ich tue ein bisschen schwer mit dem. Da sitzt das H4, muss ich aufpassen, dass ich es richtig mache. Da sitzt das H2 drinnen. Hier haben wir H1. Das sitzt aber auch im G3 und das sitzt auch hier drinnen. Ich hoffe, ihr könnt das gut abzeichnen. Dann haben wir in G3 haben wir das H3 und noch das H5. Und dann drunter hätten wir noch das 1. Da mache ich jetzt nur noch so Striche. Die triviale Gruppe. Das ist ein Diagramm von Inklusionen oder man sagt ein Turm von Gruppen. Okay. Und die normalen waren also hier 1 und dann noch das H1. Das H1, das sitzt hier in der Mitte drinnen. Ihr seht auch, das H1 spielt da eine andere Rolle, weil das H1 in all dreien enthalten ist, während H4, H2, H3 und 5 jeweils nur in einer Gruppe enthalten ist. Okay? Vergiss. Gut, jetzt müssen wir die zugehörigen Fixkörper ausrechnen. Zugehörige Fixkörper in L. L war Q. Vierte Wurzel aus 2i. Also diejenigen, die die Aufgabe 31 gemacht haben oder zumindest probiert haben, die werden da jetzt schon ein bisschen ein Gefühl bekommen haben, was da abläuft. Und das ist jetzt nicht sehr schwer, die auszurechnen. LG1 ist Q adjungiert i. LG2 ist Q adjungiert die gewöhnliche Quadratwurzel aus 2. Und LG3 ist die Kombination Q, I Wurzel 2. Das sind gerade die Elemente, die Grad 2 haben, also Minimalpolynomen mit Grad 2. Das LH1 ist Q adjungiert I Wurzel 2. LH2, ein bisschen viel zum Schreiben, Q. Jetzt sind wir bei Grad 4, vierte Wurzel aus 2, LH3 gleich Q adjungiert. Da taucht jetzt was anderes auf, 1 plus I mal der vierten Wurzel aus 2, LH4 gleich Q adjungiert I mal die vierte Wurzel aus 2. Und LH5, das muss man sich halt alles ausrechnen, Q adjungiert, hier hat man 1 minus I, vierte Wurzel aus 2. Gut. Bitte das abzuschreiben. Jetzt ist das LH2 und das LH4 sind zueinander isomorph.
Und das liegt daran, dass H2 und H4, H2 und H4 sind konjugiert zueinander. Ja, beachte, bitte das selber noch einmal nachzuprüfen, LH2 ist isomorph zu LH4 und H4 ist gleich Phi H2 Phi hoch minus 1 konjugiert zu H2 via, ja, was ist das Phi? Das habe ich jetzt nicht da stehen. Wir einem Phi aus G. G ist die große Gruppe. Ja, analog haben wir LH3. LH3 isomorph LH5. Und wieder sind die entsprechend konjugiert. H5 gleich, ist das gleiche Phi. Phi H3 Phi hoch minus 1 konjugiert. Ich hoffe, es passt so mit dem Tempo. Ich versuche jetzt ein bisschen langsamer zu schreiben, damit ihr gut mitschreiben könnt. Gut, das heißt, wir haben hier diese Konjugierten, die sind nicht normal und der Rest passt gut ins Bild herein. Habe ich da noch ein Bild für die Körpererweiterungen? Das habe ich jetzt nicht. Das können wir vielleicht als Hausaufgabe oder. Dieses Diagramm kann man jetzt auch natürlich hier machen. Ich schreibe das aber jetzt nicht nochmal hin. Zeichne entsprechendes Inklusionsdiagramm. Für alle Zwischenkörper. Von K in L. Ja, das ist klar, wie das hier funktioniert. Muss man sich nur aufschreiben. Das wäre so ein Beispiel, wo man versucht, alles auseinanderzufieseln, was man nur verstehen kann. Gut, ich würde heute gern eine Viertelstunde länger machen oder ein paar Minuten zumindest noch länger, wie schon angekündigt, und noch ein bisschen was machen über Radikale. Ja, wir haben ja erwähnt, dass die Galois-Theorie dazu dient, die Lösbarkeit von polynomialen Gleichungen durch iterierte Radikale zu beschreiben. Und dazu muss man jetzt einmal überhaupt in den Griff kriegen, wie man mit Radikalen umgeht. Und Radikale sind im Wesentlichen gegeben schon einmal durch Einheitswurzeln. Und darum werden wir ein bisschen was über Einheitswurzeln machen. Kann ich das auch schon löschen, hoffentlich? Ihr könnt es ja immer sonst noch in der Aufnahme anschauen. Es dauert übrigens immer ein, zwei Tage, bis die Aufnahme online ist, weil die erst verarbeitet werden muss und geschnitten werden muss. Drum ist es nicht am gleichen Tag erhältlich. Ja?
Muss da gerade ein bisschen putzen, habe ich mir jetzt Sauerstoff gemacht. Gut, dann beginnen wir noch einen kleinen Abschnitt über Einheitswurzeln. Also, nächstes Ziel. Beschreibung. Von Nullstellen, von polynomialen Gleichungen, alles in einer Variablen, durch iterierte Radikale. Ja, das berühmte Beispiel hier ist, dass die Konstruktion des 17x von Gauss mit Zirkel und Lineal, das werden wir nicht machen. Ich habe das in meiner Algebra noch gehört, aber schon ziemlich vergessen, wie das gegangen ist. Also Definition, Einheitswurzel ist k beliebiger Körper, so heißen die Nullstellen von x hoch n minus 1, die Entern Einheitswurzeln, aber Achtung, in K. Es kann sein, dass da überhaupt nur 1 existiert oder plus minus 1 und nicht mehr. Ja, in Charakteristik 2 wäre plus minus 1 sogar die gleiche Einheitswurzel. Ja. Ist Alpha in K Einheitswurzel mit Ordnung Alpha gleich n, das kennt ihr auch schon, so heißt Alpha primitive Einheitswurzel. Und damit erzeugt dann Alpha die alle Enteneinheitswurzeln. Beta, Beta, Ente, Einheitswurzel in K. Da haben wir jetzt ein Problem, das will ich in einer Bemerkung noch kurz festhalten. Wir haben hier dieses n, sei k Körper der Charakteristik p größer 0. Falls n durch p geteilt wird, das ist immer ein Problem. Das haben wir schon öfters gesehen. Ja. So gibt es für n größer gleich 2, naja, n gleich 1 ist uninteressant, da hat man einfach das 1-Element des Körpers. So gibt es für n größer gleich 1 keine Enten Einheitswurzeln in K. Wieso ist das so? Naja, schreibe n gleich p mal k, k in n, und erhalte x hoch n minus 1 gleich x hoch pk minus 1. Das ist aber nichts anderes als x hoch k hoch p minus 1. Und das ist x hoch k minus 1 hoch p gleich 0. Und damit ist das Alpha, ist Alpha Ente Einheitswurzel. In k so bereits k-te Einheitswurzel. Und man gibt keine Primitiven. Keine Primitiven natürlich. Entschuldigung, wichtig. Wichtigste Wort ausgelassen. Keine Primitiven enden Einheitswurzeln. Aber das ist wieder eine Pathologie, die typisch ist für Charakteristik P. Bisschen Zeit, vielleicht können Sie das noch machen. Satz. Und dann machen wir Schluss. Das
Satz über Einheitswurzeln. Sei K beliebiger Körper, N als N und die Charakteristik von K gleich 0 oder Charakteristik K gleich P und P teilt nicht N. Naja, diese Einheitswurzeln, das sind natürlich die einfachsten Gleichungen und da haben wir vielleicht ein Interesse, genauer zu verstehen, wie die Galois-Theorie dazu ausschaut, nicht wie die Galois-Gruppe zum Beispiel ausschaut, weil dann könnten wir zumindest die Einheitswurzeln schon gut beschreiben und das sagt der folgende Satz, sei L unten N, das N bezieht sich auf diese Zahl hier, der Zerfällungskörper in K über K, Entschuldigung, von x hoch n minus 1. Die Behauptung ist, dass dann K in Ln schon eine Galois-Erweiterung ist. Dann ist K in Ln bereits endliche Galois-Erweiterung. Und die Galois-Gruppe sollte aber dann besonders schön sein, weil die Gleichung besonders schön ist. Ja? Das kommt aber dann separat. Hallo, ich bin schon wieder da. Das war jetzt, glaube ich, eine selbsttätige Aktion meiner Maus, die irgendwie heruntergerutscht ist und sich die Verbindung abgeschalten hat. Ich hoffe, ihr seht und hört mich wieder. Ah nein, jetzt seht ihr mich nicht mehr, weil die Aufnahme nicht funktioniert. Kann mir jemand im Chat melden, ob ihr was seht? Bitte. Aha, auch das, was ich, also die Tafel seht ihr auch. Ja. Interessant, weil mein Kontrollmonitor nicht mehr funktioniert, dann mache ich das einfach diesen Satz noch fertig. Und ich hoffe, dass es aufgezeichnet wird. Sonst fehlt eben der letzte Teil. Ich kann das ja das nächste Mal auch wiederholen. Ja, Beweis. Jetzt habe ich natürlich keinen, ja, gut. Also, K in Ln normal, da Ln Zerfällungskörper, das ist die erste Bedingung. Und warum ist es separabel? Naja, das F von x ist x hoch n minus 1 und die Ableitung f' von x ist gleich n mal xn minus 1 und das ist nicht identisch 0, da p nicht n teilt. Also k in ln separabel und klar ist, dass es endlich ist. Klar, k in l endliche Körperweiterung. Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt hier für heute. Wir beginnen dann mit der Theorie der Radikale nächste Woche. Da hoffe ich, dass ich doch ein bisschen weiterkomme. Und was ihr euch vielleicht noch mal anschauen könnt, das haben wir, glaube ich, in der Gruppentheorie schon besprochen. Wiederhole. Ich glaube, ich habe definiert den Begriff der auflösbaren Gruppe.
Das werden wir jetzt dann brauchen. Und wiederhole oder erarbeite ein bisschen. Ja. Das heißt, schaut euch in eurer bevorzugten Quelle ein bisschen an, was eine auflösbare Gruppe ist. Dann tun wir uns das nächste Mal schon leichter, wenn ich das dann definiere und wenn wir es dann verwenden, um diese Radikaltheorie zu studieren. Gut, dann sind wir für diese Woche schon fertig. Das war also ein kurzes Intermezzo, aber es ist sowieso ziemlich viel Stoff zum Verarbeiten. Wo Seminarzettel kommt? Ja, da habe ich jetzt auch ein Problem, weil mein Computer momentan ausgefallen ist, aber ich habe schon einmal eine Version getippt. Vielleicht möchte ich dann noch was ändern, aber ich hoffe, dass ich morgen den Pro-Seminar-Zettel ins Netz stellen kann. Damit danke für die Teilnahme, für das Interesse und bis nächste Woche. Passt gut auf euch auf und habt viel Spaß mit der Mathematik und sonstigen Gegebenheiten. Tschüss!